Hallihallo bei Omivo. Ja, und schöne Grüße aus dem nordfriesischen Waldsbüll. Wir sind heute aus Hannover losgefahren und haben sage und schreibe 5,5 Stunden gebraucht für die 320 Kilometer. Haben also so gesehen 2 Stunden in Staus gestanden, diversen. Hamburg natürlich inklusive. Und sind jetzt trotzdem bei wunderschönem Sommerwetter mit angenehmen Temperaturen hier in dem Ort angekommen und haben uns auch gleich auf die Socken gemacht und sind rübergegangen hier zur Wikinger-Ausstellung bzw. zu einer Veranstaltung von dem Verein Falsgard, blende ich mal ein. Da gibt es immer am 3. Augustwochenende jeden Jahres, und das haben wir gerade, ein Handwerker- und Händlermarkt hier, wo auch Kampfvorführungen eben gezeigt werden. Wir waren jetzt an dem Sonntag hier kurz vor Ende, haben gerade noch eine Pommes und eine Wurst abstauben können. Die letzte Pommes und fast die letzte Wurst. Und ist sehr schön hier die Ausstellung gewesen. Claudia wollte sich eigentlich auch noch ein schönes Tuch holen, aber nachdem wir einmal über den Markt geschlappt sind, war das Tuch irgendwie schon entweder weggeräumt oder verkauft. Ja, das war dann so ein bisschen blöd. Aber ansonsten kostet hier der Eintritt für Erwachsene für einen Tag 6 Euro, für beide Tage 10 Euro. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man zu diesem Wochenende hier in der Nähe ist. Man kann hier nämlich auf dem angegliederten, benachbarten Stellplatz super übernachten. Das haben wir bereits schon auf unserer Juni-Tour gemacht, als wir nach Aals gefahren sind. Und von daher tolle Sache. Wir jedenfalls machen uns nach kurzer Beratschlagung, wo wir denn jetzt eigentlich nach Dänemark hinfahren, weil wir das ja immer sehr kurzfristig entscheiden, werden wir doch Richtung Norden in Jütland hochfahren. So der grobe Plan ist, doch einiges von der Margaritenroute abzufahren, was wir noch nicht so kennen. Ich bereite jetzt gleich nochmal eine entsprechende Datei dafür vor. Es gibt auf einer Webseite einen Download für die Route, die man wohl auch, muss ich nochmal schauen, aber in Google Maps bzw. auch Google Earth wohl einbauen kann, sodass man also sehr komfortabel dem nachfahren kann. Und mittlerweile, es ist fast 18 Uhr, Claudia ist mal wieder in ihrer Standardrolle mit neuer Brille, schick. Die ist nicht so anders als die alte. Und bastelt uns hier gerade noch ein schönes Wrap-Abendbrot. Und dazu gibt es auch noch ein bisschen Forelle hier, die auch dringend gegessen werden muss. Noch 3 Tage hätte sie. Und ja, so genießen wir hier noch den Abend. Schauen hier etwas ins Grüne. Ist auch ganz nett. Es ist natürlich noch gerade Abreiseverkehr und die ganzen PKWs, viele der PKWs haben sich dann doch hier auf den Stellplatz gestellt. War ein bisschen blöd in der Anfahrt, weil uns noch welche entgegenkamen, weil das hier so eine Art Sackgassenstellplatz ist. Und hier gibt es auch Stromanschlüsse. Bezahlen tut man die Übernachtungsgebühr, ich glaube von 7 Euro an einem Hotel hier in der Nähe. Ansonsten haben wir uns jetzt mal hier hinten hingestellt, weil wie gesagt vorne alles vorhin voll gewesen ist. Vielleicht bleiben wir auch hier einfach am Ende des Wendehammers und ruhen uns aus von dieser doch recht anstrengenden Anreise und werden dann morgen früh frisch gestärkt und erholt wieder losfahren Richtung Dänemark. Ja, so viel zu dem kurzen Status-Update unseres ersten Tages. So, meine Liebe, was hast du denn heute Schönes gemacht hier? Erzähl mal. Also wir hatten noch sehr viele Möhren von der Fahrt, weil irgendwie haben die uns zum Rucklabern nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Nee, da haben wir lieber die schnelle Kalorie vorgezogen. Eine Zucchini habe ich klein geschnitten, einen Rest Paprika und eine kleine Tomate in 4 Hälften. Eine? Na. Eine Frühlingszwiebel ist drin und eine kleine Knoblauchzehe. Dann habe ich noch ein bisschen. Oh, das riecht auch gut. Das habe ich mit der furchtbar scharfen Soße gewürzt. Das wird ja gleich hot. Genau, die übrigens ist alle. Und ein Schlückchen drauf. Oh ja, immer drauf. Ja, und was gibt's dazu?
Dein Brot oder was? Ja, ich habe noch ein Brot. Das habe ich jetzt in zwei Teile geschnitten. Jeder kriegt was davon. Mhm. Und dazu gibt es Regenbogenforelle. Ach, ja, genau. Hier mal was ganz Exquisites. Aber ist Bio, ne? Glaube ich jedenfalls. Nö. Das ist einfach nur Fisch. So aus dem Teich. Ja. Aus dem Teich, ja. So. Ja, so sieht das dann aus, wenn man noch eine Stulle mit auf dem Teller hat. Und was ich euch noch erzählen wollte. Das hier ist noch eine gefakte Hollandaise, die gibt es auch noch zu dem Gemüse. Eine vegane Hollandaise, meint sie damit? Und was ich noch erzählen wollte zu unserer Route, ich habe jetzt eben gerade die Margaretenroute hier auf mein Google Maps gezogen. Ja, hier steht Margaretenroute, also natürlich auf Deutsch Margaretenroute, aber überall, wir sind ja dann in Dänemark, steht Margaretenroute. Und ja, das ist jetzt hier die von Dänemark, die knapp 4000 Kilometer lang ist. Und hier haben wir jetzt die ganzen einzelnen Punkte, also die gelben mal ignorieren. Das sind so unsere Schlaf-, Übernachtungs- und sonstige Plätze, wo wir schon mal gewesen sind länger oder wo wir es schön finden. Hier sehen wir also so die einzelnen Punkte, wo man hinfahren kann. Wir werden also die Route dann Richtung Norden abfahren, starten aber auch an der Ostseeseite, also an der östlichen Jütlandseite und fahren dann einfach mal hoch und schauen mal, wo es uns hintreibt. Wird jedenfalls echt spannend, ich freue mich schon riesig. Hat also super geklappt. Die Route hier aufs Smartphone zu ziehen. Für die Leute, die das interessiert, man kann das über die Funktion Meine Karte, wo man die Karte herbekommt, packe ich den Link auch nochmal in die Videobeschreibung, könnt ihr euch dort runterladen, ist auch total easy. Ich packe dann auch nochmal einen Link von der kurzen Anleitung von My Maps von Google dabei, also wer also Google Android Handy eben benutzt, Smartphone, kann das eben benutzen, ist dann sehr komfortabel nachzufahren. So, jetzt habe ich aber auch Hunger. Und jetzt essen wir lecker Abendbrot. Guten Appetit, guten Appetit und danke fürs Kochen. Bitte. So, schönen guten Morgen. Wir haben hier in Valbyl. Ich fange nochmal an. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben hier in Valbyl. Ich fange nochmal an. Schönen guten Morgen. Wir haben hier in Valsbøl wunderbar geschlafen. Die Sonne scheint. Wir haben hier ganz angenehme Temperaturen und haben noch ein schönes Frühstück gerade noch absolviert und dabei noch mal weitere Teile eines Podcasts gehört, den wir auf der Hinfahrt entdeckt haben. Da wir so viel Staus hatten, haben wir uns natürlich dann auch noch ein bisschen mehr die Zeit mit Podcast hören vertrieben und was ganz toll ist, vielleicht für die, die auch auf sowas stehen, wir nutzen ja Spotify, das gibt es sicherlich auch auf anderen Plattformen, aber einfach der Podcast heißt Einheits3, also nicht Einheitsbrei, sondern Einheits3 und ist mit Ingo Oschmann und Ingrid Kühne. Ingrid Kühne und Ingo Oschmann, Ingrid und Ingo. Und wir haben so viel gelacht, also wer auf so Alltagsquatscherei steht und natürlich auch immer ein bisschen den Blick zurück in die Vergangenheit, wird sich daran auch sicherlich erfreuen können. Also wie gesagt, ein Tipp mal, wenn man längere Touren machen muss oder einfach auch so zum Frühstücken, haben wir heute Morgen auch nochmal eine Folge gehört. Und es gibt da noch einen weiteren Podcast, der auch sehr lustig war, der heißt Menschen hinterm Teller. Der Mensch hinterm Teller. Claudia weiß das immer ganz genau. Und der ist dann nur von Ingo Oschmann und der lädt dann immer verschiedene Leute zu seinem Podcast ein, zum Gespräch. Ja, was machen wir heute? Erstmal, obligatorisch steht bei uns natürlich immer noch mal kurz ein Sprung in Lebensmittelgeschäft, den Supermarkt an. Wir brauchen noch ein, zwei Sachen. Das machen wir hier noch auf der deutschen Seite, fahren also jetzt nochmal nach Handewitt zurück und dann steigen wir ein in die Margaretenroute und werden dann einige Stationen abfahren. Ihr werdet sicherlich sehen, wo es dann lang geht und ja, los geht's, wir freuen uns schon.
Unser erster Halt hier in Ambra, kleine Brise, hier ist ja die übliche Marina und auch dazu ein üblicher Wohnmobilstellplatz, ziemlich groß und auch direkt am Wasser. Wir haben jetzt auf dem, ach so, ja, da kommt man da vorne nur rein wahrscheinlich. Ja, wir können aber auch rechts davon gehen, den müssen wir uns ja nicht direkt angucken hier. Also hier stehen ja ordentlich Fahrzeuge. Auch gar nicht mal so schlecht, ist ein bisschen weiter weg. Ein bisschen hört man die Straße jetzt gerade mit der Windrichtung. Und hier ist auch eine Badestelle, Spielplatz, Sandstrand und eine Gastronomie und der Sand wurde gehakt, genau. Sehr schön. Jo, hier hat man bis auf die Hecke aus dem Fahrzeug noch einen schönen Blick. Ja, oder du sitzt im Auto, dann kannst du natürlich auch gucken. Ja, ich meine, im Stuhl kann man nicht. Ach so, ja. Unser erster kleiner Stopp hier ist natürlich gleich eine Picknickpause. Stullen von heute früh gleich gemacht. Werden jetzt erstmal gleich hier eingenommen. Das war jetzt schon mal so der erste Streckenabschnitt hier von der Margaretenroute. Und wir sind jetzt hier in Sönderballe Strand. Am Ortseingang war auch ein Schild, das hieß Genner. Also eigentlich heißt wahrscheinlich hier der Ort Genner, aber der Abschnitt hier ist der Sönderballe Strand.
Ja, und wir werden uns jetzt gleich mal mit einem Käffchen, das Claudi vorbereitet, hier schön mal auf die Picknickbank setzen und ein bisschen Sonne, Wind und Wasser genießen. Vielleicht gehen wir mal nach hinten noch mal hin, weißt du? Da können wir noch mal hinten spazieren nachher. Sønderballestrand liegt an der Genner Bucht, die früher auch als Genner Fjord bezeichnet wurde. Nordöstlich von Amra erstreckt sie sich über 4 Kilometer in die hügelige Moränenlandschaft. Während der Eiszeit entstand die Bucht in einem Tunneltal. In ihr liegen Genner Strand und Sønderballestrand mit der Insel Kalvö. Heute sind die Insel und das umliegende Wassergebiet ein Vogel- und Wildschutzgebiet, das im Frühjahr und Herbst zahlreiche Entenvögel und andere Tiere beherbergt. Für die menschliche Beherbergung gibt es hier einen Campingplatz und viele Ferienhäuser mit zum Teil schönen Blick auf die Bucht. Kleines Update von unserer Fahrt hier an der Margaritenroute. Ist mal wieder einiges passiert, was noch nicht auf der Kamera ist. Wir sind jetzt mittlerweile hier an dem Heysager Strand gelandet. Eigentlich ein ganz schöner Abschnitt hier. Haben uns hier auf so einen Parkstreifen hingestellt. Es gibt zwar hier am Ende der Straße, ist eine Sackgasse, noch weitere Parkplätze und dahinter liegen tatsächlich noch so im Prinzip genehmigte Wohnmobilstellplätze, 5 an der Zahl, aber irgendwie konnten wir uns da nicht so für begeistern. Deswegen stehen wir jetzt hier auf dem vorgelagerten Parkstreifen und planen zumindest erstmal noch hier zu bleiben. Wir haben jetzt gerade mal, Claudia zeigt mir gerade die Übersetzung von Heysager, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Jedenfalls steht da, ja, muss man schon, steht dort Grüße, also der Grüße-Strand, wie auch immer. Heysager. Heysager-Strand. Genau. Grüße vom Grüße-Strand. Genau, und wir haben aber vorher, ist noch was passiert, wir waren noch an einem anderen Strand vorher, und zwar muss ich mal gerade gucken. Genau. Ja, an der Genner Küste, am Genner Strand. Und und ich habe versucht, irgendwie hier die Sitzkonsole zu drehen, weil ich irgendwie noch den Knackerschreck hier an das Lenkrad anschließen wollte und bin dann abgerutscht. Und ich hatte gerade Strümpfe an. Mit dem Fuß abgerutscht. Und ich mich abstoßen und bin abgerutscht auf diesen rutschigeren Teppich, den wir hier noch vorne liegen haben. Und bin dann mit dem linken Zeh, sprich mit dem großen Zeh, direkt unten auf diese an die Plastikkonsole dran geknallt. Und habe mir dabei jetzt mein Zeh etwas in Mitleidenschaft gezogen, ohne weitere Details zu nennen. Und
Ja, es ist natürlich ein bisschen schmerzhaft teilweise und ich werde jetzt noch mal, ich bin jetzt schon in den Latschen rumgelaufen, Gott sei Dank habe ich noch solche Latschen dabei und jetzt gehe ich mal das erste Mal mit den normalen Schuhen. Wir wollen noch mal ein bisschen hier an den Strand lang gehen. Ja, so viel dazu. Gechillt haben wir auch gerade kurz, ne? War auch ganz schön hier mit offener Schiebetür. Fahren zwar ein paar Autos vorbei, aber es geht eine schöne Brise. Wir haben so 23 Grad, Sonne scheint, also richtig tolles Wetter. Die Nächte sind hier angenehm kühl. Nicht wie gerade in Süddeutschland, wo hier im Wetter, in der Wettermeldung irgendwie 36 Grad Temperaturen angesagt sind und über 20 Grad in der Nacht. Also wir sind echt heilfroh, dass wir wieder den Weg Richtung Norden angetreten sind. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen an den Strand. Ja, und hier gibt es dann die ganzen schön gemähten Riesengrundstücke. Schön sieht es ja schon zum Teil aus, ne? Ist schon toll. So von ältere Häuser. Ja, so Holzzäune, genau. Und guck mal hier, so ein Rondell als Hecke. Und ältere Häuser und neuere, mehr renovierte, weniger renovierte. Und hier schön die Hagebutten. Toll. Also schon ganz nett. Sieht nicht zu super Touri aus. So. Es sieht eher so ein bisschen wie Wohnhäuser eigentlich aus. So. Ja, ist alles sehr individuell gehalten dann, ne? Und hier nochmal so ein Übergang zum Strand und für alle nochmal, es sind hier Mülltrennmülleimer, beziehungsweise ich weiß gar nicht, es sind hier 7 Mülltonnen am Zugang vom Strand. 7. Wahnsinn. Hast du schon unser Immobilienobjekt gefunden? Oh ja, da. Das ist bestimmt ein Schnapper. Ist aber auch viel gepflastert. Sollen wir doch vom Wohnmobil aufs Haus umschwenken? Nein, sagt sie. Ich fürchte, der Strandgrill hat montags nicht auf. Dafür ist aber hier verdammt viel los. Sag mal, ist das Wohnmobil schon weggefahren, was dort stand? Die von WN? Oh. Dann können wir uns ja dann da hinstellen. Nee, doch, da steht er. Stand genau hinter der Weißware. Ich muss ja erstmal hier lesen, was er dran. So, und gucken wir mal den Heißeier Strandgrill. Licht ist hinten an. Was haben wir hier? Montag, look it. Ah. Tierstag, look it. Oh, heute und morgen sogar zu. Onstag, ansonsten, was ist ein Onstag? Ja, Mittwoch wohl. Hat nicht sein sollen. Müssen wir leider zu Hause kochen. Aber ansonsten hier ganz schön. Hier zum draußen sitzen. Oh, kann man schon was gegen sagen. Hier sehen wir riesige Bauten von Tieren.
wo wir nicht genau wissen. Claudia meinte, sie hätte schon gesehen, wie da was entlang gehuscht ist. Ja, das war aber viel kleiner, als das noch anmuten lässt. Ja, hier. So Feldmausgröße. Hier hast du ja das Gefühl, es wär ja schön, wenn es Erdmännchen wären. Wir denken gerade an unseren Hund. Gibt es Stranddachse? Oder Strandfüchse? Aber die leben ja nicht unterirdisch, oder? Graben die sich Höhlen? Oder Strandfrettchen? Hier ist auch so ein fettes Ding. Ja, guck mal. Oh. Oder Guinea-Pigs oder so. Guck dir das an, wie groß die sind. Wahnsinn. Ja, auch. Überall, teilweise schon mit Gras wieder zugewachsen. Wieder zu Hause im Ferienhäuschen. Kräuschen. Ferienhäuschen, Kräuschen. Die Reime, die sich brechen. So, wie viel haben wir? 28. Alles aufmachen, was geht. Ja. So, nach diesem schönen Spaziergang stehen wir hier wahrlich im Wald. Hä? Nein, es gibt Brot. Den Klassiker. Was gibt's denn heute? Es gibt Reisvollkornspirelli mit Soße. Und kleingeschnittenen Würstchen. Wer Big Bang kennt, würde Sheldon jetzt sagen, ein echt italienisches Vergnügen. Ja, sieht lecker aus. Aha. Das Ganze dann hier bei diesem fantastischen Blick auf die Ostsee. Vom Heysager Strand. Mhm. Genau, piep. Und ich würde mal sagen, guten Appetit. Ja, und weil nach dem Abwaschen vor dem Spielen bedeutet, wir wollen mal auf dieser Reise abends mal so ein paar Spiele machen. Gestern haben wir ja schon das Kniffeln durchgeführt. Claudia hatte heute keine Lust zu kniffeln. Und wir fahren schon seit Ewigkeiten, ich weiß nicht wie lange, ein Spiel hier rum, was in so einer Röhre hier sich befindet. Und dieses Spiel heißt Wortspiele. Für Wortakrobaten und Taktiker. Also sowas ähnliches wie ein Scrabble, nur in so einer Reiseform. Und zwar sind das 10 Würfel. Auf allen 6 Seiten sind unterschiedliche Buchstaben mit Punktzahlen, die man erreichen kann. So ist unter anderem ein Y 7 Punkte wert, weil das natürlich ein bisschen schwieriger ist, damit ein Wort zu bilden. Und soweit ich jetzt noch die Spielregeln noch im Kopf habe, die mir Claudia gerade kurz erzählt hat, ist das irgendwie so, dass man würfeln soll. Ich kenne jetzt nicht jedes Detail nochmal aus dem Kopf. Dass man würfelt und dann nimmt man sich die entsprechenden... Behält man... Ja, erzähl du nochmal. ...die ein Wort bilden und kann insgesamt maximal 3-mal würfeln mit so vielen von den Würfeln, wie man will. Also. Wenn du alle 10 Buchstaben kacke findest, dann würfelst du halt mit allen nochmal neu. Genau. Also eigentlich wie ein Kniffel, so würfeln, 3-mal, bis zu 3-mal. Und dann nimmt man sich aus den gewürfelten Buchstaben das raus, bildet sein Wort. Also sagen wir mal, was weiß ich, hier ist G, Gu, Gun, Guno. Also ihr kennt ja das Wort Guno, ne? Und Guno hat dann 2, 4, 5, 7 Punkte. Mal und da ich 4 Würfel dafür gebraucht habe, 4 mal 7, 2 im Sinn, macht 28. So.
Das heißt also 28 Guno, ne? Klar. Nehmen wir mal Gunto. Aber egal. Aber ihr wisst, was er meint. So, und dann kann man auch festlegen, ob man bestimmte Punktzahl, eine Gesamtpunktzahl, bis man die erreicht hat, ob dann das Spiel zu Ende ist. Wer das als erster natürlich erreicht hat, ist dann, hat dann gewonnen. Oder man sagt, man spielt 5 Runden. Ich weiß jetzt nicht, 5 Runden, da sagen wir mal 10 Runden oder 20 Runden, keine Ahnung. Und 20 Runden? Dir muss ja erstmal ein Wort einfallen. Ja, stimmt. Aber wie auch immer, man würfelt vielleicht 20 Mal oder keine Ahnung. Aber dann kann man eben sagen, wenn man das durch hat, die Spielrunden, dann zählt die Gesamtpunktzahl, die man erreicht hat. Und derjenige, der die höchste hat, hat natürlich gewonnen. Mhm. So, und das Ganze hier noch in diesem wunderbaren Abendsonne. Wir stehen also wirklich richtig top hier heute. Wie heißt denn das jetzt hier, wo Wortspiele? Ach so. Nee. Wie heißt das, wo wir Na, stehen? Na, Hey Sager Strand. Ach so, Hey Sager, ja genau. Hey Sager Strand. Hey Sager. Genau. Hey Sager, hey. Und ja, ist total schön jetzt hier gerade. Wir haben hier noch lauschige 23, 24 Grad hier an der offenen Schiebetür. Und ist richtig herrlich. Die Autos, die ja doch immer hier vorbeifahren, die werden jetzt so langsam weniger, wird immer ruhiger. Und so werden wir hier auch natürlich heute pennen. Und dann wünsche ich uns beiden mal viel Glück beim Wortspiele-Spiel. Mit diesen Bildern des ersten Tages auf unserer Tour über die Margaritenroute endet auch dieser Teil. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, freuen uns über ein Like, vielleicht ein Abo und seid wieder dabei, wenn wir auf die nächste Tour gehen. Bis bald, euer Team Omivo.